Sehr geehrte Damen und Herren, Geschichten und Anekdoten, Heiteres und Ernstes, Wichtiges und Nebensächliches. Die Steinfurter Bürger haben sich viel zu erzählen über ihr Steinfurt. Doch leider gehen viele Informationen über das alltägliche Leben verloren und geraten in Vergessenheit. Schließlich ist es unsere Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass sich unsere Kinder mit der Regionalkultur und mit dem, was wir Heimat nennen, identifizieren können. Ziel der Heimatforschungsgruppe ist es, Aussagen zur Steinfurter Geschichte des 20. Jahrhunderts filmisch zu sichern und für künftige Generationen über die Heimatvereine Burg Steinfurt und Borghorst verfügbar zu machen. Die Gruppe ist eine Initiative von Johann Derix Heimatforscher unter der Leitung von Hermann Elfers. Sie sehen heute den Beitrag Ländliches Idyll um das historische Kötteranwesen von Ernst Kötter Heinrich. Ein Anwesen, das die Kulisse für eine Kötterfamilienverfilmung abgeben könnte, mit seinem alten Baumbestand, den Weiden, Obstbäumen und den Tieren, die dort leben. Wohl dem, der ein solches Kötteranwesen sein eigen nennen darf. Zur Konsequenz gehört die Liebe zum Detail. In der Ausstattung der zahlreichen lauschigen Sitzplätze und Rückzugorte. Das war nicht immer so, weiß Kötter Heinrich zu berichten. Es war ein Leben, in dem jedes Stück Brot hart erkämpft war. Man war auf ständiger Suche nach einem Nebenerwerb. Thank you.
In diesem Interview erzählt Ernst Kötte-Heinrich ganz unspektakulär über das Leben auf einem Kötterhof. Es geht um den Mut und die Stärke kleiner Leute inmitten all der politischen Turbulenzen ihrer Zeit, die gemeinhin von der Geschichtsschreibung vergessen werden. Herr Kötte-Heinrich. Sag mal, lieber Ernst. Ja, das ist offiziell. Also zunächst mal freuen wir uns, dass wir hier auf dieser Hofanlage zusammen sind und ein Gespräch führen können. Der Name Kötte-Heinrich, der sagt auch eigentlich einem Laien, wo der Name herkommt. Ja, ganz bestimmt. Die Vorfahren waren in Kötter. Kann man nämlich bis 1600 nachverfolgen, als immer wieder Kötter oder Heuerling oder sowas. Ja, und Sie kommen eigentlich aus der Gegend Erdbeeren. Opa. Der Opa, ja. Opa. Jetzt war es so, wie Sie gerade auch gesagt haben, über Generationen haben Sie als Kötter in dem Raum Lattbergen gewohnt, gearbeitet, aber dann kam auch jetzt die Wende, dass man nicht den Hof erben oder die Kötterstelle übernehmen konnte, sondern die Kinder mussten sich dann nach einem anderen Beruf umsehen. Wie war das bei Ihrem Vater? Ja, mein Vater war, eigentlich Opa schon. Ja. Opa war wurde geheiratet hat, Ackerknecht und heiratet dann die Imker. Ja. Da war der Ackerknecht bei einem größeren Bauern. Wahrscheinlich hier bei Wessling, also auch in Feldrup. Auch in Feldrup. Aber die Sehnsucht bleibt eigentlich immer nach einem eigenen Stück Land. Ja, aber auch als Heuerling, wollen wir mal sagen, mit Nebenverdienst. Ja. Das war ja nebenbei hier Milchwagen fahren, Ackern für andere Leute. Nur selbstständig war man dann. Ne? Nur man musste zum Bauern zum Arbeiten. Ja. Fangen wir doch mal an mit Ihren Erinnerungen. Die Erinnerungen setzen ein, so mit, als Sie vielleicht 6 Jahre alt waren. Sie haben gewohnt. Am Blocktor. Blocktor Feldmark 1. Ja, das sagt viel nichts. Das ist. Ja. Der Vater war Weber, wo? Nein, der war Spinnerei Rohling. Vorher war er im Tiefbau oder so auch, aber er war dann nachher bei Rohling und war dann auch später, musste man sich ja privat versichern, er war auch weiterhin immer bei Rohling krankenversichert. Ach so. Nun haben Sie allerdings schon in der Zeit auch Arbeiten ausgeführt bei Leuten, die kleine Grundstücke hatten. Ja. Da hat der Vater das übernommen. Ne, Vater hat, der hat ja immer Schafe und Ziegen und Böschungen gepachtet. Aha. Also hatte Opa schon und Vater weiter. Und dann 1945 hatten wir dann, was ich so in Erinnerung habe, ein Eisenbahnwaggon dahingestellt gekriegt, war halb als Waschgehör und also wo man Sachen kochen konnte und die andere Hälfte war Stahl. Also warum? Sie haben doch vorher da schon gelebt. Ja, das Haus war dann nur klein. Da waren 4 Häuser zusammengebaut. 2 Bären, ein Jäger, eine Laus, die bauten zusammen ein Haus. Das ist zu der Zeit geschehen, wo die Brücke, wo die Bahnen gebaut sind. 2 Bären, das heißt? 2-mal Bärmann, 1-mal Laus. Der Bärmann kam aus Münster, Warndorfer Straße 146. Mhm. War Heinrich Bärmann, der war Maurermeister. Und
der Lausterkam aus Rhein. Also die haben sich zusammengetan? Ja, und die anderen ja wahrscheinlich auch als. Denn zwei Häuser waren die Häuser mit großem Grundstück. Ja. Und die anderen beiden hatten kaum ein Grundstück. Nur einen ganz kleinen Hof hinterm Haus. Achso, das war bei Kurt Heinrich. Eins und zwei, Kurt Heinrich, ja. Kurt Heinrich ist erst später reingekommen, der ist ja nicht sofort. Das war, man sagte zu der Zeit, die Leute können sich helfen. Doch. Dadurch, dass sie die Möglichkeit hatten, selbst etwas anzupflanzen oder ein Schwein zu halten. Auf der Siedlung war es ja auch so, bei allen Bauern gehörte eine Stallung dazu für ein Schwein. So, wir hatten immer Nikolausmark von Meister zwei Ferkel gekauft. Ja. Und dann wurden die dann ja mit alle Abfälle vom Haus, selbst das Spülwasser wurde verfüttert. Und dann hier Brennnessel und alles, was grün war, geschnitten und gekocht oder gedämpft und verfüttert. Und dann zum nächsten Jahr, Dezember, wurde das erste Schwein geschlachtet und im Februar so das zweite. Also. Dann waren das aber auch welche mit richtig dicken Speck. Mit Speck. Da war man stolz drauf. Je dicker der Speck, je besser war das Schwein. Den hat man noch verwertet. Und die Schinken waren auch richtig fest und trocken. Deswegen auch das Lied. Und wie tückt das beste Schwein? Und wie schickt die Schinken wieder über den Rien? Also Hans, also in der Kindheit, das heißt, Sie haben auch gearbeitet, weil muss, Sie nun auch etwas... Musste jeder, jedes Kind musste damit arbeiten. Es wurde auch dann praktisch jede Ecke ausgenutzt. Oder an Wegesrändern haben Sie dann auch das gefunden, was Kanickel nämlich an, hatten Sie auch? Jede Sorte. Und eins konnte man auch sagen, was andere Unkraut nennen, aber wenn man so von Wege, haben wir ja auch da Pachtverträge von, die Wege und Böschungen wurden alle verpachtet, auch die Straßenböschungen. Ja. Wenn sie es brauchen. Ne? Ja, das ist, die Tiere können nicht zum Arzt gehen, wissen aber instinktiv, welche Kräuter sie fressen müssen, um das... Das beste Beispiel können Sie hier beobachten. Wir haben hier Ackergras und dann gibt es ja diese Anweiden unter den Obstbäumen, wo also gemäht wird oder auch wachsen lassen. Ja. Und bevor das sie an diesem edlen Gras, was auf dem Acker wächst, dann ist ringsrum um Acker das andere schon kahl. Also da wächst was entweder besser schmeckt oder den Tieren gut tut. Herr Kutanrich. Der Krieg, ja, Sie sind Jahrgang 33, haben Sie also noch bewusst, bewusst die Anfänge auch schon erlebt? Richtig bewusst. Wir haben ja auch ein Bild davon, wo die Brücke bewacht wurde von Eisenbahnern oder Leute, die verpflichtet waren, die hier nicht Soldat waren, sondern irgendwie als... Als Wachmänner eingesetzt, was als Schafstall getarnt war. Ja. Und dann mussten wir da, oder mussten eigentlich, da auch Wasser hinbringen, da die Schafe, die waren angekettet, also an große Ketten, oder beziehungsweise eingefriedigt und liefen los. Haben Sie das erlebt, dass viele das oder die Eltern das als jetzt etwas Bedrohliches empfanden mit der Ungewissheit, was macht alles auf uns zukommt jetzt in dem neuen Krieg? Ja. Erstmal die Angst, wenn was passierte. Und dann, ja, wie soll ich sagen, man wurde ja erzogen oder alles kämpft im Verderb, wie es das ja auch immer. Ja. Also es musste alles genutzt werden. Ich sage ja, jede Böschung und jede Grabenkante wurde abgemäht mit der Sense und irgendwie verwertet. Das war nicht wie heute Abschläge und nach Saarbeck fahren. Ja, ja. Nee, das war. Ja, das war. Da wurden flossen auch die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges. Ja, das ist garantiert. Denn diese, die meinetwegen in Jessingskempken da waren 17 Parzellen. Ja. Also die gehörten nicht 17 Leute, sondern einige hatten ja
2. Ne? Ja. Und die hatten zum Teil, so wie Schlockermann und so, die hatten das schon vor dem Ersten Weltkrieg. Ja. Und im Zweiten Weltkrieg dann auch noch. Ne? Die sind dann eingeschult worden, 33, 39. Ja. Kamen die in die Bismarck-Schule. Das war. Bild ist da noch drin, von E. Menkes. Fräulein Pringen war unsere Lehrerin und da haben wir auch noch schöne Ausflüge mitgemacht. Damals konnte man das noch. Ja. Später im Krieg nicht mehr, weil oft schon Alarm. Wir sind, wenn wir um 8 Uhr da waren, waren wir um 9 Uhr schon wieder weg wegen Fliegeralarm. Ich nehme an, Sie haben sich in der Schule eigentlich wohlgefühlt. Doch. Wohlgefühlt deshalb, weil ich nur mal gehört habe, Sie hatten so eine Art Vertrauensstellung als Kind, wenn Sie wie Sachen... Ich konnte mit meiner Lehrerin Platt sprechen und ich bin auch als Plattdeutscher eingeschult, ja. Und privat sprach ich mit meiner Lehrerin auch Platt. Ach. Ja, so komisch wie es klingt, aber ist so. Sie hatten auch die Vertrauensstellung, dass Sie für Fräulein Pringen, früher waren das Fräulein und Fräulein Pringen, auch Frau in Hollig, Frau Schallenberg. Frau Schallenberg, die legten Wert drauf, dass Sie dann nicht nach Änderung, dass man jetzt nicht mehr Fräulein, sondern Frau sagte. Da haben Sie nicht viel von gehalten. Sie wollten Fräulein genannt werden. Ja. Dann unverheiratet. Ja, und dann war es auch so, die waren auch deshalb unverheiratet, weil nur Unverheiratete eine Lehrerstelle einnehmen durften, ja, um sich ganz, ja, um sich ganz auf die Schule konzentrieren und nicht als Nebengebiet ansahen. Also die machte Fräulein Pringen, dann machte mit uns, oder da sind wir tags vorher oder 2 Tage vorher, die Strecke, die wir mit dem Ausflug machten, mit der Klasse, mit dem Fahrrad abgefahren. Unter anderem auch, wenn wir Privatwege, und dann musste da wir mit 2 Jungs dahin und den Bauern fragen, dürfen wir über den Hof gehen. Also. Das war zum Beispiel bei Boudic so, über der A. Dann sind wir aber mit dem Fahrrad, haben wir dann nur drüber gesprochen, dann geht er dann hin und fragt. Und wir sind dann rumgefahren, die lange Stiege von Greive nach Burscheinfurt hin. Der da. Grund war, sie hatte wohl eine Privatbrücke über die A. Ne? Genau. Sie sind aus der Schule entlassen worden, dann 1939 plus 8, 47. Ja. 47 war also die schlechte Zeit vor der Währungsreform. 47, 48, der Winter, das war, glaube ich, essensmäßig die schlechteste Zeit vom ganzen Krieg. Ja. Da war überall, sind ja auch Bilder, auch in unserem Jahrgang, wie die Hamsterzüge. Und ich bin dann 47, November 47, mit einem Hamsterzug, da war ich Patenonkel bei meinem Schwesters Sohn, ja. In Recklinghausen. Da sind wir, meine Mutter und ich, mit Taschen voll hier eingestiegen, da waren aber alle Puffer, Trittbrette, Dach, war schon alles voll, wo der Zug ging. Jetzt gab es im Hause Kötter-Heinrich ein anderes Problem, Schulentlassung. Was macht der Junge jetzt? Ja, zuerst war vorgesehen, ich hatte schon manchmal im Krieg bei Wagenmacher Lammers geholfen und hier Holz aufpacken, was getrocknet werden musste, ja. Für die Wagenräder. Und war dann eigentlich klar, da hat der Opa Lammers immer gesagt, du kommst hier in eine Lehre. Das hat sich aber dann nachher ergeben, dass ich dann unbedingt schon in der Schulzeit zum Schulden musste, zum Arbeiten. Nachmittags, die Schule aus war, musste ich dann schon zur Feldrupp
steht auch in den geschriebenen Büchern. 75 Tage im Jahr war die Arbeitsleistung für dieses Land, was hier zur Heuerlingsstelle oder zur Leftuch gehörte. Ja, Moment. Also, Wagenmacher, Lammers, früher sagte man auch Stellmacher. Ja, Stellmacher. Der wohnte auf dem Pöltrupper Gehr. Ab 1. Mai 1945. Da kamen die und sagten, ab morgen fahren sie Milchwagen. Ja. Und innerhalb 14 Tage war das klar, wurde die Wohnung getauscht mit dem, der hier war. Ja. Dann wohnten wir. Aber das Komische war, diese Kannennummer, das war hier der Nachbar, der 23. Und hier war 323 und hier war 324. Und so wie König hatten 325. Diese Nummer, diese Kannennummer hatten wir auf dem Doktor damals schon gekriegt. Denn jeder, der eine Kuh hatte, musste ja die Milch abgeben. Ach so. Jetzt hatte ich noch mal eine Frage. Das gehörte hier früher Schutzepöltrop. Ja. Aus dem Grunde konntet ihr jetzt hier hinkommen. Hm. Wie habt ihr das dann abgelöst, habt ihr das gekauft oder habt ihr das abgearbeitet oder wie lief das? Ja, wir sind 45 hier hingekommen und genau am 1. Mai 55 kam Opa Elfers, wo der Sohn war, im Krieg geblieben. Und da waren ja keine Kinder auf dem Hof. Ja. Das waren, er hatte wohl zwei Töchter. Das eine war hier Frau Fenger und der andere war Frau Dalming. Ja. Aber die Entschuldigung. Das ist also, wenn du von Opa Elfer sprichst, der Hof nebenan. Ja. Der Nachbar. Der Nachbar. Ja. Und der kam und. Da war aber immer schon ein gutes Verhältnis, wo wir hier waren. Und er hat mir auch damals etwas gesagt: Das ist so schön, dass die Porte noch beide Sieden Motte loskommen. Ja. Also wirklich, wenn man schnelle Hilfe braucht, war damit gemeint, einer so wie der andere, dann beide, ne? Ja. Dass, wenn man da durchgeht, nicht nur erst wieder zurückgehen muss und dann durchs Tor und Tor wieder zumachen, sondern man muss ja durch beide gehen. Die Tore, die gingen tatsächlich nach beide, wenn man nur eben den oben den Dingens drüber her machte, dann kommt man schieben, durch, wieder zu. Wenn man das erst losmacht, geht man zurück, da das Tor kommt und muss er dann wieder ranholen. Das ist aber schneller. Da war damit gedacht, wenn man Nachbarschaftshilfe braucht, muss das schnell gehen. Nach beiden Seiten gleichberechtigt, schnell zurück. So war das so gut verstehen. Schätze ich den Schulten, also den alten Willen, so ein, einer braucht den anderen. Der Große braucht den Kleinen, weil der Große kann alleine nichts machen. Nicht wenn einer 300, über 300 Morgen hat, da kann er alleine nicht wischen, aber er muss Leute haben. Ja. Und wenn er dann Leute hat, die er vertrauen kann oder Vertrauen zu hat. Denn ich wurde ja auch immer nur gerufen. Da konnte sein, dass er morgens um 6:30, Telefon gab es ja nicht, dass dann einer kam, entweder Heinz oder einer von den Damen oder so, du musst heute kommen. Wir haben das und das, sagen wir mal, Kalk vom Rhein holen oder Schweine wegbringen nach Keval, nach Wettringen. Also, das waren dann alle so. Das heißt praktisch, ich kann mir etwas für morgen vornehmen, morgen früh mache ich das und das. Das war so nicht möglich, weil du oder ihr damit rechnen musstet, dass morgens jemand erschienen und sagt, ihr müsst zu Schützenfeldtrop. Das stimmt, das war das Härteste, was eigentlich war. Wo es mir darauf jetzt ankommt, das ist auch die Entwicklung aufzuzeigen, wie Götter Heinrich vom praktisch Besitzlosen wieder in eine Götterstelle kommt. Ja. Jetzt habt ihr hier auf dem Hof gesessen, ihr habt den Hof von Elfers mit verwaltet? Nein, sind eingezogen. Also ihr habt da gewohnt? Wir haben da gewohnt. Gut. Ja, aber ich will jetzt auf den Punkt kommen,
Es fing damit an, dass ihr langsam Ländereien aufkaufen konntet. Knapp 5 Morgen haben wir gekauft, wo wir nebenan gekündigt waren. Also. Und haben wir dann drauf gebaut und dann haben wir weiter gepachtet. Man hätte dann besser sofort ganz kaufen können, nur vorsichtig sein. Ja, hey, ja. Man muss das ja auch bezahlen. Ja, ja. Wir hieß kaufen und Stall umbauen, also das Götterhaus umbauen zu Stallungen. Die anderen Stallgebäude, die wir nebenan hatten, oder Wagenremise, umstellen nachher und dann Wohnhaus bauen. Das war also aus dieser soliden Erziehung heraus nicht übernehmen, sondern erstmal auch ganz sicher vorgehen. Ne? Ja, sicher. Es muss bezahlbar bleiben. Dann ist, wenn ich nur im Nachhinein denke, ist es natürlich so, weil diese Fläche ist dann Teilungsgenehmigung, muss man haben, muss man für bezahlen. Ausgemessen muss das werden, muss man für bezahlen. Das war schon Geld, das hätte man sich sparen können, wenn man sofort ganz gekauft hätte. Ja, gut. Ja, 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 ja. Jetzt kommen wir noch mal zu einem ganz anderen Kapitel. Die evangelische Kirchengemeinde ließ 1962 einen Film drehen mit dem Titel Ein Jahr im Leben der evangelischen Kirchengemeinde zu Burgstallgurt. In diesem Film wird ein Hochzeitspaar gezeigt, das in die kleine Kirche kommt, also wahrscheinlich Sie sind der Anführer der ganzen des Brautzuges, weil Sie der Bräutigam sind. Weil wir standesamtlich in der Hohen Schule vermählt worden sind, oder wie soll man sagen, getraut worden sind. Ja. Und von da aus dann zur kleinen Kirche. Das waren 100 Meter. Ja. So in etwa. Die ging man zu Fuß. Und man sieht also, da ist ein ganzes Gefolge an Brautführern, dann, die gehörten dazu. Wie lief so eine Hochzeit ab? Man hat sich vorher bei Pastor Reost eintragen lassen. Ja, aber da wusste ich da noch nichts von, dass wir das verfilmen. Das war erst ganz kurz. Mussten wir noch länger fahren in der Hohen Schule, weil da irgendwo was nicht fertig war oder was weiß ich. Und dann sagten sie uns, ja, jetzt könnt ihr gehen, ihr werdet gefilmt. Aha. Wer die anderen Bilder machte, das war meine Frau's Cousin, Hermann Greive vom Kreisgarten. Ja. Er hat die anderen Bilder gemacht, hier nachher zu Hause und so weiter. Also. Aber das Filmen, das kam durch den Schwiegersohn von Herrn Blasing. Ja. Der hat dann auf euch gewartet. Ja, und das ist dann der große Tag gewesen, auf den du schon lange gewartet hast. Ja, ich habe meine Frau mit gekannt, habe ich die ja sowieso. Wir sind ja zusammen konfirmiert. Ja. Daher kannte ich die aber weiter auch nicht. Ich war ja in der Stadtschule und die in der Sellnerschule. Und aber dann, nachher, wie das dann so war, ja, das ist auch keine, die so viel Reichtümer hat. Und dann, getanzt und dann auch rausgebracht. Ja. Und da war das aber natürlich ja so, wäre keine Möglichkeit gewesen, Familie oder fest zusammen zu gehen. Wir haben uns erst nur immer auf Festlichkeiten getroffen. Also. Und dann kam die. Ja, da waren viele Sachen, was soll das, der hat ja nichts. Und vor allen Dingen, 47 sind wir konfirmiert und 48 ist noch meine jüngste Schwester geboren. Also wir waren schon Großfamilie im Haus und. Und Geld war natürlich auch knapp, ne? Ja, das war immer die Frage, passt die Tournee zueinander?
Das heißt, was besaßen die? Beide nicht viel. Die Vermögensanteile mussten zusammenpassen, oder wenn einer einen großen Hof hatte, der achtete darauf, dass auch noch die Aussteuer der Braut gut war, also reichhaltig, dass das wo voll ist, können wir immer noch was tun. Ne? So ist es. Es ist nicht immer die Garantie für das Eheglück. Für das Eheglück und auch nicht um, ja, für das Gemeinsame. Man kann, wenn man gewohnt ist, mit wenig auszukommen. Und da war jetzt von beiden Seiten. Ja. War von mir aus, aber trotzdem gut arbeiten und das auch überschaubar machen, wo kommen wir mit aus. Und das ist uns geglückt. Ja. Herr Kötter-Heinrich, wenn wir über die Arbeit gesprochen haben, dann waren das Arbeiten, die man im Frühjahr und im Sommer ausführen kann. Herbst wird dann nochmal abgeerntet. Im Winter hatte man doch eigentlich viel Zeit auf den Höfen. Da war früher ja so die größeren Bauern, die hatten ja mehr Hecken und Holz und so was und die lagerten die ein. Und haben dann die Buschen, zum Beispiel, ich habe eine Spinnerei Rohling damals von Schulze Feldrup und nach Tenrek und Wechmann auch ein ganz Fuder Buschen hingebracht, trockene, die schon in Haufen gesessen hatte oder später auch in den Schuppen. Und diese Fabriken brauchten die, um den Kessel anzuheizen. Ja, wenn wir das mal weitersehen jetzt, die Winterarbeit. Man hat zum Beispiel auch Besen gemacht, Reisigbesen. Ja, und dann wurde ja auch zu den Ländereien, die weiter waren, die Ställe mussten ausgemistet werden. Die Tiere, die sonst auf der Weide waren im Sommer, die sind im Winter ja im Stall, dann kamen ja schon. Und dann wurde auch im Feld irgendwo ein Misthaufen gemacht. Dann kam der Mist dahin, aber immer schön aufgepackt. Ja. Dass ja alles gleichmäßig gedüngt wurde. Ja. Nicht wie es heute zum Teil ist, einfach mal abkippen und dann. Das war früher exakte Misthaufen und die wurden sogar, weil die Pferdeställe mussten ja auch im Winter ausgemistet werden, dann wurden die sogar mit dem Pferd festgetrampelt, dass der Mist richtig fest im Haufen war. Ah ja, dann ist man da mit dem Pferd drüber gelaufen. Ja, dann, wir kommen jetzt darauf, über die Winterarbeit. In der Winterarbeit wurde, das weiß ich, was Sie mir gesagt hatten in einem Gespräch, der Opa hat dann auch geflochten für Walterscheid. Das war mein Opa, mein Vater nicht mehr. Aber der kriegte die Sachen gestellt von Walterscheid und hat Körbe und Sessel, also verschiedene Sachen da für Walterscheid gemacht, die er verkauft. Und das war dann auch noch so, jetzt nach dem Krieg noch, kriegten wir, wenn Walterscheid hatte ja Korbhandel oder Möbelhandel dabei, noch immer einen kleinen extra Rabatt, weil Opa dafür gearbeitet hatte. So. Und Vater hat aber auch, weil der Körbe nicht für Walterscheid, sondern für Bauern und für kleine Gartenbesitzer und so auch Körbe geflochten. Und die hatten so eine Plantage da, ja, wo Walterscheid jetzt auch im Industriegebiet ist. Da war früher so eine nasse Ecke, da war eine Weidenkultur. Aha. Und wenn die nicht brauchten, kriegten wir die, konnten wir die da holen. Da waren immer Spezial. Manchmal rote, manchmal grüne, manchmal gelbe. Aber die konnte man ja nicht einfach verarbeiten. Die wurden doch auch vorher gekocht, ist das richtig? Ja, das ist ja von diesen, das war, weiß ich noch, von meinem Vater, wenn der meinetwegen diese Bügel machte für die Körbe. Ja. Da war ja dickeres, das konnte man ja nicht so. Dann kam die auf den Schweinetopf. Manchmal, wer weiß wie lange, oder sowieso die
Weinen als solche ließen sich viel einfacher verarbeiten, dann brechen die nicht. Wenn die richtig heiß vom Dampf richtig durchgehitzt sind oder sogar gekocht sind, also, dann kann man das besser biegen. Und wenn man die dann gebogen hat und festgemacht hat und die kalt sind, dann geht er auch nie wieder zurück, sondern dann bleibt das schon stehen, wenn das vorher richtig heiß war. Ja, was wir hier haben, das ist auch eine Winterarbeit, gebastelt aus Zigarrenkisten. Zigarrenkisten. Ja. Die wurden sonst ja auch verbrannt. Ja. Das ist eine interessante Arbeit. Und dann gleich noch was von hinten. Das ist ein Spinngewehr, das ist ein Wasserraumgreifer. Ah, ja. Das ist ja uninteressant. Seite, das wäre viel besser vorher. Ja, ja. Das ist auch vom Opa. Ja. Und wurde dann abgerechnet nach Wind. Wind? Wind heißt, ach, Wind. Wenn das Ding einmal rund ist, dann sitzt da kannst du fühlen, da sitzt so ein Haken. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt, dann sagt das eben Kleck, dann hielt man an und machte das hier so einen kleinen Faden drum. Ja. Und dann wurde das in der Phase so zusammen gemacht. Also. Guck mal, wenn das jetzt so klamp ist, ne? Ja. Die Lagerung ist hier. Und wenn du mit einer Nähmaschine, dann ist die Lagerung so, dann kannst du mit Hacke und Spitze das machen. Und wenn du hier jetzt zu langsam bist, dann geht er auf einmal so. Dann geht er zurück. So, ne? Also das ist es ist sozusagen eine Weiterentwicklung vom Spinnrad. Der Vorteil ist, man konnte, das ist der Aufsatz dann zu einer Nähmaschine, ja. Man konnte den Antrieb benutzen. Für die Nähmaschine und auch hierfür. Und konnte damit auch, man konnte schneller spinnen, oder? Ja, vor allen Dingen gleichmäßiger. Weil beim Spinnrad ist das meistens einseitig gelagert. Man tritt immer nur nach vorne und nach hinten. Ja. So, und wenn man jetzt zu langsam wird, dann schlägt das um, dann dreht sich das nicht so rum, sondern so rum. Dann wickelt man das wieder ab. Ach so. Also muss man wieder aufhören und so. Und der Vorteil hierbei, brauchte man nicht die Haken. Früher waren das beim Spinnrad alle Haken anhalten. Und auf einen anderen Haken geben, ne? So, ja. Weil dann auf die Spule immer verschieden kommt. Und hier konnte man das eben weiterschieben. Wenn sich das dreht, dann geht das schön automatisch so. Sehr einfach. Einfach, aber gut durchdacht und wirksam. Also da konnten wir als Kinder schon alle, mussten von klein bis groß, haben wir alle drauf gedacht. Man kann abschließend sagen, der Kötter Heinrich kommt von einem ursprünglich aus einem Kötterhaus, ist dann im Laufe der Zeit zu einem Städter geworden, aber die Veranlagung, das Blut ist nun mal so natürlich in der Entwicklung, dass man die Sehnsucht nach dem Land, und das höre ich ja jetzt wieder, auch weitergetragen hat bis zum Enkel. Ja. Also da sind aber alle, ob die Mädchen oder der Junge, wenn die abends los gewesen sind und kommen später wieder, fast immer noch eben die Tiere gute Nacht sagen. Dann gehen die noch im Stall und sagen den Tieren gute Nacht. Ja, guck. Das war doch ein Gespräch, was man auch gut verstehen konnte. Du sagst, du könntest nicht sprechen. Das weiß ich nicht. Dann lief schon gut.